Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch gerne meine Tarotkarten und meine hier Wahrsagekarten mal zeigen, meine Sammlung. Ich habe einiges und ja, wir fangen mal an einfach hier. Das ist von Lorraine Vitour. Vitour heißt sie, glaube ich, ne? Ja, und das ist so von hinten. Oh, das blendet. Das sind Engelkarten. Da hat man auch ein kleines Büchlein dabei. Ich liebe ja die Karten an sich schon, weil die so schön sind. Ja, dann hast du ein kleines Büchlein dabei mit Anleitung und Bedeutung der Karten. Ja, dann kannst du immer nachlesen, welche Karte was bedeutet. Ne? Und ich zeige euch mal die Karten. Also von hinten sehen die so aus. Und das sind dann die verschiedenen Karten. Ich werde jetzt einfach mal eine, ich mische mal und dann ziehe ich eine Tageskarte für mich. Das mache ich dann zum Beispiel. Mal schauen, wie der Tag für mich wird. Ja, ich konzentriere mich jetzt erstmal und mische. Ich ziehe die oberste und das ist dann die Karte für den heutigen Tag für mich. Das ist König der Luft. Brillant, unparteiisch, professionell und diplomatisch. Äußere dich selbstbewusst, suche professionellen Rat, bringe rationale und emotionale Überlegungen in die Balance. Und das ist die Karte, die ich gezogen habe. Okay. Das ist dann für mich für heute und ja. So. Ich finde das immer ganz schön, auch wenn man mal nicht so gut drauf ist, dann ziehst du eine Karte und die sind ja eigentlich alle recht positiv. Ne? Das ist mein Engelkarten-Set. Ja, dann habe ich mal hier Leonomant. Das ist eine große Box. Das sind auch schöne Wahrsagekarten. Da ist einmal noch Werbung bei, was es noch alles gibt. Und ein Büchlein. So. Ja, da hast du auch einmal, was die Karte bedeutet. Legetechniken hast du da drin. Ne? Guck mal hier. Karten, wie du denn gelegt hast, was die bedeuten. Irgendwo hatte ich auch so, ja hier zum Beispiel, ne? Was ist denn das für ein Legeset? Das Legesystem Stern der Liebe. So legst du die Karten dann aus. Ist alles ganz toll beschrieben. Die erste Karte sagt dir deine Vergangenheit, die zweite die Gegenwart, die dritte nahe Zukunft, die vierte meine Erwartungen, fünfte seine Erwartungen, die sechste ich das sehe ich nicht, die siebte, das sieht er nicht und die achte, da führt es hin. Ne? Und dann halt, ihr legt die in dieser Reihenfolge und dann wisst ihr auch, welche ist. Ja, und dann gibt es halt noch ganz viele andere Legetechniken. Jetzt zeige ich euch nochmal die Karten. Also von hinten sehen die so aus. Und ihr seht schon, das sind doch hier, ne, die... wie die Skatkarten. Ihr könntet dieses auch mit den Skatkarten legen, wenn man sich gut auskennt. Ne? Skatkarten habe ich auch da. Habe ich auch mal gemacht, habe mich damit ja mal sehr intensiv beschäftigt. Im Moment mache ich nur hin und wieder mal, dass ich meine Ja-Nein-Frage mache. Das ist ganz toll, weil dann mischst du die Karten. Denkst an deine Frage und dann ziehst du 7 bis höchstens 10 Karten darfst du ziehen. Kannst du dir, musst du dir vorher sagen, ich ziehe 7 oder ich ziehe 10. Und entweder ist das Ja drin oder das Nein. Und wenn du von beiden nichts hast, dann ist das wohl noch nicht entschieden, sicher. Oder du, ich mache es dann, wenn ich jetzt keine richtige, eindeutige Antwort habe, einfach nochmal. Das sind die Leonomant-Karten, auch sehr schön. Da habe ich auch viel mitgemacht. Diese hier habe ich mir gekauft, einfach weil ich die schön fand. Das sind
Also jetzt steht hier das Orakel zum Bestseller. Dazu gab es auch ein Buch. Jetzt gibt es endlich die Originallehre von Abraham zu diesem fundamentalen kosmischen Gesetz, vermittelt durch Esther und Jerry Heeks, auch als Kartendeck. Das Geheimnis ist gar kein Geheimnis, sagt Abraham. Das Gesetz der Anziehung ist eine einfache und für jeden nachvollziehbare Weisheit. Was wir aussenden, bekommen wir auch zurück. Unglück zieht Unglück an, Glück zieht Glück an. Wie diese einfache Erkenntnis das Leben verändern kann, zeigt die Arbeit mit The Law of Attractions, das Orakel. So. Ah ja, das sind auch ganz tolle Karten. Hier. Dann, warte mal. Genau. Liebe Freunde, das ist so eine Anfangskarte, das sind die beiden. Ne? Da haben sie geschrieben. Liebe Freunde, Sie waren schon immer von den Gesetzen der Anziehung umgeben, aber wenn Sie diese wunderbaren Karten erleben, wird in Ihnen ein bewusstes Gewahrsein dieser machtvollen Gesetze aktiviert. Wir wissen, dass es Ihnen bestimmt ist, ein glückliches Leben zu führen. Und wir wissen auch, dass bewusste, absichtsvolle Selbstermächtigung wesentlich ist, um ein solches Leben führen zu können. Wir freuen uns, dass diese Karten Sie daran erinnern werden, dass Sie die persönliche Kontrolle über Ihre Lebenserfahrungen haben. So, das haben wir jetzt geschrieben. Dann sind die Karten einmal von hinten. Da steht dann immer was drauf. Ich bin egoistisch, für mich gut, egoistisch, mich gut fühlen zu wollen. Und denn du kannst das Leben aus keiner anderen Perspektive betrachten als der deines Selbst. Egoismus ist die Empfindung des Selbst. Wenn du nicht so egoistisch bist, dich um deine Empfindungen zu kümmern, um durch deine Gedanken eine echte Verbundenheit mit deinem inneren Wesen zuzulassen, kannst du anderen ohnehin nichts geben. Jeder ist egoistisch, anders kann man nicht sein. Ja, das sind halt solche Sprüche. Ne? Das Gesetz der Anziehung und seine magnetische Kraft reichen in das Universum hinaus und so weiter. Lauter solche Sprüche. Ja, das sind die. Die finde ich auch schön. Ich glaube, da habe ich auch einfach nur immer mal eine Karte gezogen. Das sind die. Ja, die beiden drei habe ich euch jetzt gezeigt. Dann habe ich hier noch Kabbala-Karten. Entschlüsseln Sie das zeitlose Wissen der Kabbala, der Wegweiser zur Selbsterkenntnis. Die habe ich, glaube ich, nie so richtig durchdrungen. Aber es sind schöne Karten und ich stehe auf schöne Karten. Da ist auch ein Büchlein dabei mit der Bedeutung der Karten. Ich habe da auch ein bisschen was mitgemacht, aber ich glaube, da bin ich nie wirklich ganz durchgestiegen. Dann haben wir da ein Poster mit drin. Vielleicht kennt ihr das ja. Der Lebensbaum. Kabbala. Ich glaube, da hätte ich wahrscheinlich mehr Geduld haben müssen, mich mehr mit beschäftigen müssen. Das ist die Welt des Tarot, das ist eine andere Karte. Und von hinten sehen die so aus, da ist dieser Baum drauf. Und dann hast du hier die Karten und kannst dann im Buch auch immer die Bedeutung finden. In dem Büchlein. Da habe ich mich auch ein bisschen mit beschäftigt, aber wie ich schon gesagt habe, das war nicht so ganz meins. Ne, da hast du zum Beispiel diese Karte, dann steht als Bedeutung Zeit zur Selbstdarstellung und klarer Kommunikation, mentale Eigenschaften, Fähigkeit, Ideen klar und präzise zu formulieren, Wichtigkeit, die richtigen Worte zu finden, emotionale Kenntniszeichen, Fähigkeit, seine Gefühle auszudrücken, ohne emotional zu werden, sehr schwer für mich, Aktion vorstellen. Vorstellungen und Gefühle effektiv ausdrücken, um andere von der Wahrheit der eigenen Anschauungen zu überzeugen. Ja, halt so. Ne? Was ist das Kartenset? Kabbala-Karten. Dann habe ich Zigeunerkarten. Da habe ich auch gerne mitgespielt, gearbeitet. Ein kleines Büchlein zur Erklärung. Ganz klein. Ne? Und dann hier auch Legesysteme und Erklärungen, wie man das macht und was die Karten bedeuten. Aber die sind auch recht einfach. Guck mal, hier habt ihr den Richter. Steht, glaube ich, für Gerechtigkeit. Und die Wiege, ein Kind, das ist was Neues.
ich weiß gar nicht mehr genau, der Brief, da kommt was Gutes auf euch zu, das ist auch das mit das Ja, glaube ich, wenn du Ja-Nein-Fragen stellst, kannst du damit nämlich auch, musst nur wissen, welche die positiven und die negativen Karten sind und die positivste Karte ist das Ja und die ganz negative ist das Nein. Wir haben nämlich hier auch, die sieht gruselig aus, wartet mal, ich finde sie gleich, glaube ich, hier, Tod. Wenn ihr natürlich jetzt eine Frage stellt und diese Karte kommt, ihr sagt jetzt, ich ziehe 10 Karten und ihr habt jetzt 3 gezogen, da ist die schon bei, dann wisst ihr schon, das heißt nein. Ne? Also das ist so das, was ich ganz gerne mache. Ich lege auch mal die Karten für mich so, wenn ich abends alleine auf der Couch noch sitze. Ne? Mache ich manchmal ganz gerne, so spielerisch. Ich nehme das auch nicht so ernst, also ich lebe nicht danach oder so, das soll man auch nicht. Aber es macht mir Spaß. Engelkarten haben es mir besonders angetan. Hier habe ich nochmal einen 7 Erzengel. Mal sehen, ja. Hol ich mal raus, diese schönen großen Karten. Na, hinten sehen die halt so aus. Und dann hast du auch, und das ist Werbung, das sind die Karten, dann hast du halt auch Karten. Hier hast du Erzengel Zadkiel. Und was das dir sagen soll, glaube ich. Erzengel Zadkiel wird dir zu einer Haltung der Toleranz und Vergebung verhelfen. Er arbeitet mit dem, auf dem violetten Lichtstrahl der Reinigung und inneren Wandlung und hilft dir, niedrige Schwingungen loszulassen und dich zu einem höheren Seinform aufzuschwingen. Die Engelsweisheit rät dir, dich immer mitten in einer violetten Flamme zu sehen und Erzengel Zadkiel um Hilfe anzurufen. Überantworte deine Probleme und schwierigen Beziehungen dieser Flamme, damit alle negativen, damit alles Negative in deinem Leben sich in Positives verwandeln kann. Es ist ein Segen für dich, dass du diese Karte heute gezogen hast, denn sie zeigt, dass du nun bereit bist, den Weg des Lichts zu gehen. Also wirklich auch sehr, sehr schöne Karten und ja, hilfreiche Sprüche in schwierigen Lebenslagen zum Beispiel, ne? Manchmal muss man einfach sein Denken ändern und dann hilft manchmal sowas von außen, wenn man dann schon zu verbohrt ist. Ja, das sind hier meine Wahrsagekarten, die Kipperkarten, kann ich euch auch mal zeigen. Auch sehr schöne Karten, die habe ich zweimal. Und da sind jetzt ganz viele Karten vorne an bei, das ist das Deckblatt. Dann habe ich hier Karten und diese Karten sind die Erklärungen für alles. Ne? Also für die Karten und wie das alles funktioniert. Da ist nämlich kein Büchlein bei, da habe ich dann einiges an Karten dabei. Auch mit Legetechnik steht da drauf. Ja, die benutze ich auch sehr gerne, wie gesagt. Diese sehen hier noch sehr schön und neu aus, weil ich habe das Set noch einmal und das sieht ziemlich verwatscht aus, weil das liegt immer bei mir. Und wenn ich abends sitze und mich irgendwas frage, dann ziehe ich immer, ich ziehe immer 10 Karten. Manche machen nur 7 und dann zeige ich euch mal hier gleich. Das ist das. Das große Ja, da freue ich mich immer, das ist ganz eindeutig. Dann gibt es noch das Geschenk, das ist auch ein Ja. Oh, Telefon. Ich rufe nachher zurück. Und dann habe ich hier, das ist auch das Ja, also 2 Ja-Karten und der Sarg ist das Nein. Das ist diese. Das bedeutet dann Nein, wenn du die ziehst. So, Anruf beantwortet, da weiß ich, wer da angerufen hat. Ah, das war gar nicht für mich. Okay, ist für meinen Mann, der ist sowieso jetzt gerade nicht da. Der ruft dann nachher zurück. So, das sind die Basekarten, Kipperkarten. Sehr schön. Die liebe ich. Die Zigeunerkarten liebe ich. Da kann man immer ganz schnell mal so ein bisschen was für sich machen. Hier habe ich nochmal mystisches Leonomant. Eigentlich glaube ich, ist das dasselbe Prinzip. Ja, sind das nicht dieselben Karten? Ich muss mal schauen. Nee, andere. Aber guckt mal, wie viel ich die benutzt habe. Die sind ganz verwarzt. Oh, sind die abgegriffen. Ihr seht nicht. Ach ja, aber eigentlich dieselben Karten. Sieht nur anders hinten aus. Das hier. Nee, doch nicht. Die waren anders. Das ist das große, das Ja, der Schlüssel. Und das Nein ist dann dieser Sarg.
Oh, guckt mal, wie die aussehen. Schrecklich, ne? Aber da sieht man, dass ich die wirklich viel benutze. Macht mir halt Spaß. Manchmal sitze ich abends und habe dann ein paar Fragen. Einfach so für mich. Und ja, mache ich gerne. Und ich liebe Karten. Dann habe ich Numerologie. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Du kannst dir ja auch zu deinem Geburtsdatum mit Uhrzeit, musst du deine Uhrzeit ungefähr, also ganz genau wäre schön wissen, oder ungefähr so 3 Uhr, oder ich bin nachts zum Beispiel geboren, sagt meine Mutter, gegen 1. Was war ich für eine Nummer? Du zählst dann irgendwie alles zusammen, aber das könnt ihr auch im Internet sonst nachlesen, oder ihr könnt mich auch fragen, ich beantworte euch das gerne, nur im Video wäre das jetzt vielleicht zu lang, weil es ja nicht jeden interessiert. Ne? Manche möchten vielleicht einfach nur mal die Karten sehen. Und du hast halt dann so ein Numerologie-Buch dazu. Ja, mit ganz viel Anleitung. Auch hier zu den Karten und die Bedeutung der Karten. Das sind auch so kleinere Karten. So sehen die aus. Ich muss sagen, dass ich auch mit diesen Karten nicht so viel gemacht habe, aber weil ich Numerologie ganz toll finde, musste ich das Kartenset haben. Ja, Numerologie, das sagt dir dann aus, wenn du das ausgerechnet hast, deine Zahl, was deine Eigenschaften sind, deine guten und deine negativen Eigenschaften, eigentlich so ähnlich wie beim Horoskop, ne? Nur halt speziell jetzt auf dein Geburtsdatum. Ne? Das ist auch nett, schön. Dann habe ich hier nochmal das Seelenpartner-Orakel. Da habe ich mich auch mal mit beschäftigt. Seelenpartner, gibt es das nicht? Ach, ist so, ne? Man beschäftigt sich mit allem Möglichen. So, auch so ein kleines Büchlein dabei mit Erklärung. Ne? Das sind die Karten. Ich zeige mal hier von hinten. Finde ich auch ganz hübsch. Ne? Und dann steht hier, ich gucke mal, wähle die Liebe, du hast immer die Wahl, was du tun sollst. Eile mit Weile, wenn du aufgeregt bist, handelst du vorschnell. Das stimmt. Ne? Solche Karten halt, höre mit dem Herzen zu, du hörst, was gesagt wird, aber du solltest mit liebendem Herzen zuhören. Ist auch nicht immer einfach. Sind halt auch so eine Ratschläge und schöne Karten und tut ja niemandem was, tut niemandem weh, ist was Schönes, ne? Liebe den Menschen, der du bist ein göttlicher und wunderbarer Mensch und hast alles Schöne verdient, was das Leben zu bieten hat. Was die Karten halt bedeuten, und dann steht darunter nochmal ein bisschen definierter. Sei dein eigener Fürsprecher, glaube an dich und liebe den Menschen, der du bist, und die Energie der Liebe zu dir selbst hilft dir, deine Träume wahr werden zu lassen. Wann hast du dir zum letzten Mal selbst auf die Schulter geklopft und dir gesagt, dass du dich liebst? Wenn du an einer guten Beziehung zu dir selber arbeitest, hilft dir dies, auch positive Beziehungen zu anderen zu entwickeln. Da ist was dran, ne? Wenn man mit sich selber zufrieden ist und sich selber liebt, kann man auch mit Kritik besser umgehen und fühlt sich nicht immer gleich angegriffen. Aber man hat ja auch bessere und schlechtere Zeiten. Mal kommt man besser damit klar und manchmal ist man empfindlicher, finde ich. Also so ist es bei mir. Aber schöne Karten, ne? Das Seelenpartner-Orakel. Was habe ich denn hier noch? Noch einmal, hatte ich das schon? Ja, noch ein anderes, ne? Von Doreen. Ja, guckt mal, ich hatte euch ja vorhin dieses gezeigt und jetzt habe ich hier das Einhorn-Orakel. Einhörner finde ich auch toll, ne? Deswegen musste ich das haben. Ich zeige euch mal die Karten, die sind auch echt schön. Ein Büchlein ist da auch wieder bei, mit der Bedeutung der Karten. Und so sehen die Karten aus. Und dann zum Beispiel habe ich hier echte Freunde, die Karte vorne. Da kannst du auch immer mal eine Karte ziehen. Und dann steht hier zum Beispiel zu der Karte, echte Freunde halten immer zusammen. Süß, oder? Ja. Versuche etwas Neues. Die sieht dann so aus. Kannst du halt auch immer mal eine Karte ziehen. Und hier steht dann, du weißt erst dann, dass du etwas kannst, wenn du es versuchst. Cool, oder? Stimmt doch. Ja, also tolle Sprüche halt, ne? Und manchmal muss man sich halt selber daran erinnern. Man vergisst das ja auch mit der Zeit wieder. Dann nimmst du mal deine Karten raus, wenn du ganz schlecht drauf bist. Und ziehst eine Karte. Und es hilft, finde ich. Gut, dann habe ich Tarot.
Viele sagen ja, sie haben Angst vor Tarot. Ich überhaupt nicht. Warum? Ist auch nur ein Kartenset. Ja, mit einem schönen Büchlein. Das sind halt die Karten. Die habt ihr ja alle schon mal gesehen. Und auch das ist gar nicht so schwierig, wenn man das Büchlein zur Hilfe hat. Na, wenn man das professionell macht, die Kartenleger, ne, die müssen das natürlich auch so ein bisschen die Bedeutung im Kopf haben. Und die wissen auch alles besser zu deuten, weil die machen das ja fast täglich oder täglich. Hast du das kleine Buch dabei? Tarot. Warte mal, was steht hier? Gewinnen Sie Einblick in die faszinierende Welt des Kartendeutens. Sie erfahren sich selbst und ihre Mitmenschen auf eine neue Weise, und treten in die Welt des intuitiven Wissens. So, ich zeige mal nochmal, wie das von innen ist. Ne? Und dann siehst du halt zu jeder Karte die Bedeutung. Dann kannst du dir die Karten legen, liest nach, guckst, wie sie liegen und dann kannst du dir selber die Zukunft deuten. Ich habe es auch gerne mal für eine Freundin gemacht. Das war mal ganz toll für meine Freundin. Die wollte mir ihr Problem nicht sagen. Ich sollte ihr nur die Karten legen und sagen, was ich denn daraus lese. Und die war, also da war ich ja selber überrascht. Ich bin ja kein professioneller Kartenleger. Das ist ja nur ein Hobby. Aber sie meinte, das kommt total hin. Und dann hat sie mir halt von ihrem Problem erzählt. Und da haben wir beide gestaunt, dass das tatsächlich so hingekommen ist. Ja, was ganz witzig ist, das musste ich unbedingt haben. Ich glaube, das habe ich irgendwo auf dem Markt mal gesehen. Ein Würfel. Ja, nein. Und ich glaube, dann habe ich noch Jein. Genau. Und dann kannst du eine Frage stellen. Dann stelle ich mal die Frage. Möchte Kira jetzt rausgehen? Und der Würfel sagt ja. Ja, Kira geht gerne raus, wenn ich jetzt komme und sage, wollen wir los, dann geht sie auch mit mir los, auch wenn sie gar nicht mehr so gut laufen kann mit 15, aber sie geht gerne. Dann habe ich noch was ganz Besonderes. Hier, mein Mann, er hat einen Strand Steine gesammelt und das war ihm auch ganz wichtig. Wenn du am Strand Steine mitnimmst, musst du auch was da lassen. Ich glaube, er sagte mir, er hat Salz da gelassen, also er hat Steine gesammelt. Schaut mal, verschiedene, oh, schwer zu sehen jetzt, ne? Verschiedene Steine, ich zeige euch das mal. Da hat er dann die Runenzeichen drauf gemalt. Na, einfache Strandsteine, weil du kannst ja Runen auch kaufen, aber es ist ja origineller, wenn du sie selber machst, oder? Na, die ganzen verschiedenen, das ist so sein Ding gewesen. Es hat ihm Spaß gemacht mit den Steinen. Die schönen Zeichen, die hat er sich dann alle rausgesucht und aufgeschrieben. Hier hat er so einen dunklen Stein, aber... Na, davon, ich weiß nicht, wie viele Steine das sind, da hat er einige Steine, alles so ein bisschen platte Steine gesammelt, hat Spaß gemacht, war ein schöner Tag am Strand. Wie gesagt, ganz wichtig, wenn ihr Steine mitnehmt, man soll es ja eigentlich nicht, es sind ja nur so ein paar, musst du was da lassen. Er hat Salz da gelassen, er meinte, man könnte auch Mais, irgendwas da lassen. Also, du sollst nicht einfach die Steine mitnehmen und nichts da lassen, das geht nicht. Das ist ihm ganz wichtig. Das ist auch hier mehr mein Mann. Astrologische Karten, chinesisch. Also er interessiert sich ja für sowas auch ein bisschen. Das ist natürlich toll, dann kann man sich da austauschen. Diese Karten hat er mir dann immer gelegt, hat er sich mit beschäftigt. Das ist ein kleines Büchlein bei. Da steht dann da hinten drauf. Da sind Daten drauf. Also ja genau, Ratte, Hase, was du im chinesischen Horoskop für ein Zeichen bist. Drinnen hast du dann auch hier, ne, die Bedeutung der Karten. Er wollte ja nicht dabei sein. Er hätte das ja jetzt schön erklären können. Ne? Und das sind die Karten, die fand er ganz toll. Genau, das hier ist Wu Xing. Der Engel, nee, die fünf Elemente, nicht Engel, Engel bin ich. Das sind die fünf Elemente, nur damit ihr mal einen Eindruck habt, was das für Karten sind. Erkenne deine Natur, gehe in dich und finde deine Stärken, finde deine Schwächen und begreife, dass sie zusammen du sind. Auch toll, oder? Auch schöne Karten. Das Schaf. Und, und die Vision ist, zu sehen, das, was noch nicht ist, schenkt dem Handeln Sinn. Der Geist klar, das Herz sanftmütig, wird Traum zur Wirklichkeit. Also auch sehr, sehr schöne Sprüche. Nichts Negatives, Böses ist da dran. Weil manche haben ja immer Angst vor all solchen Dingen. Aber ich glaube, das ist schon viel weniger geworden. Das war früher viel, viel mehr. Ich habe ja angefangen mit Pendeln zum Beispiel, mit meiner Schwester. Ich glaube, mein Bruder hat auch mitgemacht. Auch wir fanden das ganz spannend. Schon mit 12, 13 aus der Bravo hatten wir das.
Vielleicht kennt ja einer von euch die Bravo noch. Gibt es, glaube ich, auch noch, oder? Gibt es die Bravo noch? Weiß ich nicht, aber aus der Bravo. Gut, dann hat mein Mann mir mal geschenkt, weil ich auch so gerne pendel, ein Pendelset. Und das ist der, mein Lieblingspendel. Das ist so einer aus Messing ist das, ne? Mein Lieblingspendel. Ich habe den irgendwo hingelegt und jetzt gerade nicht gefunden. Und weil ich so ein ungeduldiger Mensch bin, habe ich gesagt, egal, ich habe noch andere Pendel, die ich euch zeigen kann. Also mein Lieblingspendel sieht so aus, gehört zu dem Set. Und da drinne hast du, also erstmal lernst du viel übers Pendeln, ne? Wie man das macht mit Zeichnungen. Und heute kann man natürlich auch alles im Internet finden, ne? Und dann verschiedene Seiten, da kannst du halt bestimmte Dinge für dich auspendeln. Ich zeige euch mal meinen Lieblingsteil davon. Das war so mit ja, nein, vielleicht und so. Und dann gab es noch sowas, wenn der Pendel so und so ausschlägt, glaube ich, war das genau. Also ich habe ja hier sowas, aber das war noch nicht das, was ich meine. Ich hatte noch so ein Teil, das war echt, das habe ich ganz viel benutzt, aber jetzt mache ich das ganz frei. Ich habe gerne dann etwas von der Person, über die ich oder für die ich etwas pendeln soll und ein Bild oder irgendwas und dann geht das. Ich weiß für mich jetzt, was ja, nein heißt. Ich glaube, das war das. Da fängst du den, mit dem Pendel, bist du dann hier in der Mitte und dann schlägt er irgendwo aus und das sind dann, glaube ich, die Antworten. Was steht denn hier? Liebe empfangen, Freundeskreis, Ziele, Wirken und Kollektiven. Astrologische Häuserdiagramm, so werde ich diese Sache lösen. Das war das. Es gab noch etwas mit Ja und Nein und war das das? Nee, das hat hier mit den Sternen-Tierkreiszeichen zu tun. Wenn man sucht, ne? Das sind die ganzen Sternzeichen und da kann man wohl auch irgendwas erpendeln. Das habe ich nie gemacht, gebe ich zu. Hier einmal die Weltkarte. Das habe ich auch nicht gemacht. Also ich hatte, glaube ich, nur ein Bildchen. Und das ist dieses. Ganz genau. Hier. Schlecht gefragt. Vielleicht. Ja. Nein. Das war mein Lieblingsteil. Hier bin ich mit dem Pendel hin. Dann habe ich eine Frage gestellt. Und er schlägt dann aus. Und das ist dann deine Antwort. Das war meine Lieblingsseite. Ja, das ist Pendel. Dann habe ich mir so verschiedene Pendel geholt aus Edelstein. Der hier ist aus Bergkristall. Dann habe ich einen aus Rosenquarz. Ich finde die Kette etwas kurz. Und einen aus Jade. Na, so, dieser ist aus Jade. Sind aber nicht meine Lieblingspendel. Die habe ich nur geholt, weil ich die schön finde. Pendeln tue ich mit dem Messingpendel ganz gerne. Und diesen finde ich ganz toll, weil der hat hier auch noch mal ein Bergkristall. Ja, das ist so meine Sammlung. Die habe ich in so Schmuckschatullen drin, die Pendel. Die anderen werde ich auch irgendwo im Schrank jetzt haben. Ich habe lange nicht gependelt. In letzter Zeit habe ich immer Ja-Nein-Fragen mal mit der Karte gemacht, wenn ich was hatte, Sorgen oder irgendwas. Ja, das ist mein Kartenset und ja, hat mir Spaß gemacht, euch das mal zu zeigen und wenn ihr Lust und so habt auf sowas, traut euch da ruhig ran, das macht mega Spaß, mit Freunden zusammen, mit einer Freundin oder so, ganz toll. Ja, geht man einfach spielerisch ran und man lernt das dann alles ganz gut kennen. Und wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich auch gerne fragen, einiges weiß ich ja. Nicht alles, ist klar, ich bin kein professioneller Kartenleger oder so, aber ich habe mich auch viel damit beschäftigt und ja, vielleicht kann ich euch weiterhelfen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!